Frau Grütterson, ich würde Sie jetzt wirklich bitten. Ja, weil Sie haben ja gesagt, jetzt sei alle ganz unbürokratisch und riesig. Das ist vielleicht jeder für mich machen. Bitte, ich meine, das ist der vereinfachte Antrag. Der vereinfachte. Ja, stellen Sie sich mal vor, wie der normale Antrag dann ist. Ich glaube, ich will auch nicht. Frau Hoffmann, ist keine Grundsicherung, als Sie mir gesagt haben, Hilfe. Frau Grütterson, Sie bitte, Frau Grütterson, Sie sind doch zuständig für mich. Ich bin Künstlerin, Sie sind Kulturstaatsministerin. Können Sie das nicht für mich machen? Bitte. Sie können doch das. Ich sehe es Ihnen an. Bitte, Frau Grütters. Bitte. Bitte. Ja, für dieses Video gab es sehr viele Likes. Und jetzt auch sehr viel Applaus, der Kutschieren aus dem Herzen gesprochen. Katharina, welche Reaktion hast du jetzt im Anschluss erhalten? Und natürlich entscheidende Frage, hat sie sich, die Monika Grütters, auch gemeldet? Erstens, ja, hat sie. Ja, also sie hat mir einen sehr, sehr netten Brief geschrieben, dass sie froh ist, dass ich trotz allem ja noch irgendwie Kunst herstelle. Immerhin 3 Ausrufezeichen, hat sie mir gesagt. Und dass ihr das wahnsinnig leid tut, alles. Ich habe ja auch dann nochmal sehr lang geantwortet und habe gesagt, dass es einfach nicht der richtige Ort ist für unser eins. Auch für die anderen nicht übrigens. Für die anderen ist es auch nicht der richtige Ort. Es ist demütigend. Man steht unter Aufsicht. Man ist plötzlich abhängig von seinem Lebenspartner finanziell. Ja, also, und wo ich auch gesagt habe, wissen Sie, wenn es nicht für alle reicht, dann sagen Sie es. Ja, aber behaupten Sie nicht, dass für alle gesorgt ist. Ja, sehr schnell, dass Sie die Kohle überwiesen haben. Okay. Aber, und jetzt haben Sie mir neulich schon Spaßvogel ans Telefon gehängt. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Video war, der die ganze Zeit mir erzählt hat, es sei ein Versehen gewesen, dass man mich so behandelt hätte. Und ich habe gesagt, nee, das ist kein Versehen, das ist Absicht, das ist Schikane. Ja, und außerdem kann man noch 5.000 Euro beantragen für Kostüme und für einen neuen Laptop und das mache ich auch. Ja, ja, macht das alle! Ja. Liebe Katharina, wir danken dir recht herzlich, dass du hier oben auf der Bühne warst und für dieses fantastische Video, was hoffentlich da drüben vielen Leuten die Augen geöffnet hat. Meine Damen und Herren, nochmal einen riesigen Applaus, Katharina Hoffmann! Danke!